her? Ich habe eines von diesen Oscorp-Logos gefunden. Das hattest du gesucht, oder? Ja, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Augen offen halten, da sind sicher noch mehr. Bin dabei. Spider-Man, Ende. Als Maul! So, hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part vom Spider-Man. Wir. Die Position muss besser zentriert werden. Gekommen? Was ist denn das für eine blöde Nebenmission, dass ich ständig irgendwelche Fotos machen muss? Ist das wirklich notwendig? So, ich habe das gerade entdeckt und ja, wir müssen jetzt halt irgendein Foto machen von irgendeinem Oscorp-Logo. Nur hier ist keines zu finden. Oh, aber ich mache einfach so. Das wird schon reichen, oder? Ah, warte mal. Ich muss eine andere Position. Rechts stand doch Oscorp. Hier. Der Größe stimmt was nicht. Weiter, hat's am Bäcker. So. Jetzt hast du nur das Oscorp-Logo. Na komm. Na Gott sei Dank. Jetzt ist er zufrieden. Jetzt hat er nur das Oscorp-Logo. Außenrum, egal. So, wo sind wir denn hier? Wir sind noch immer in dieser Kack-Kanalisation, wo wir auch letztens halten. Also, wo wir auch letztens stehen geblieben sind. Was wir denn machen? Ja, wir müssen halt irgendwie diese Seuche noch immer aufhalten. Und, hier drüben, oh, ich verstehe, I see what you did there, und jetzt einfach darüber, wutz, und jetzt geht die Tür zu und finish. So, wo denn hin jetzt? Gut, hier ist irgendein Stoppschild, das gehört auf die Straße, der Verkehrsminister oder so, der hat ja auch keine Ahnung von seinem Beruf. Hier ist es extrem groß, aber irgendwie... Ah, hier, ja, hier drauf. Natürlich ein Lüftungsschacht. Wer kennt keine Lüftungsschacht in der Kanalisation, hey, macht auch viel Sinn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Aua! Und der spuckt mir die Augen voll! Was ist jetzt? Was? LT und springen? Wir hängen ein bisschen durcheinander. LT und springen! Aha! Was ist das denn für ein cooler Move? Der ist ja neu. LT und springen. Ah ja. Gut. Aber was? Wie viel hält der denn aus? Ich meine, der McDonalds-Mann ist offensichtlich gut genährt. Aber... Na ja, gut. Interagieren. Ja, nimm's halt noch. Oh, scheiß Container. So, macht er den auch mal kaputt. Einfach nur so Chaos he can. Wir müssen doch immer diese blöde Ratte... Ja, hier sieht's voll gerotzt aus, bis zum Gehen nicht mehr. Oh, und das ist ja unglaublich. Wir prägen jetzt den ganzen Spider-Man-Weg irgendwelche blöden Penner den Weg. Ist das jetzt so? Und du auch noch so. Zwei waren's hoffentlich nur, oder? Oh, hoppa. Ja, geh, komm, ich scheiß auf den Schatten. Ich mach einfach so. Ah, die Rotze mag ich aber nicht. Ich mach lieber von oben so. Aber ist mir eigentlich ziemlich egal. Ne, okay. Aus dem Schatten raus geht's schon schneller. Das muss man sagen, das stimmt. Da sind ja noch welche. Warte, ich werde von oben gehen. So, ich werde von oben gehen. Ihr seid eh so blöd, ihr habt das gar nicht bemerkt, Idioten. So, und... Futz in die Luft mit dir. Und noch... Aber da ist noch einer, oder? Wo ist denn der? Ja, der hat irgendwas mit seinem Hals. Der... Da ist er. Shit, ich hab schon wieder... Nein! Ich hab schon wieder verhaut. Aber ich glaube, ich werde einfach... Oh, da oben ein Kokon. Wer könnte das gemacht haben? Damn it. Ja, jetzt kann ich keine Tarnattacken mehr machen. Schade. Naja. Brauchen wir auch nicht. Wer braucht Tarnattacken? Ich kann einfach... Ich hau einfach so fest her. Dann... Die werden sich gar nicht erholen hier. Hoppa. Ausgewichen. Und... Und wieder ausgewichen. Und, ja, wie viel sind denn da noch? Man wollte mich verarschen, das ist ja ungeheuerlich. Oh, nice move. Yeah, die Moves werden immer cooler pro Combo. Werden die Moves auch cooler. Oh, schade, ich habe die Combo gerade voll abgebrochen. Schade. Weil die Moves, gerade jetzt wurden sie irgendwie viel cooler. Als, oh ne, da hat mich noch erwischt. So, dann nehme ich, glaube, den Container kann ich nehmen oder kann ich nicht nehmen? Kann ich nicht nehmen, scheißegal. Machen wir einfach so, ist auch okay. Aua, jetzt ist aber langsam Ruhe da. Nein, ich will nicht, oh, jetzt komm, lass mich überleben. Stirb. Puh, ich bin cooler Extrem Spider-Man, weg mit dir. Wutz. What the hell, was war denn das jetzt für ein Move? Oh. Okay, also es scheint nicht gut um mich.
dafür, aber scheißegal, brauche ich und ich habe sie ja immerhin besiegt. So, hier rüber. Das Kostüm wird auch immer mehr zerfetzt. Und das kann, glaube ich, ganz kaputt werden. Also, das Schadensmodell, worauf ich sehr stehe, also ist da sehr empfindlich. Und das finde ich cool. Ninja-Modus? Ninja-Mode active. So. Ah ja, na gut, okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich mich denn hin ninjern? Warte mal, hier auf das Rohr. Ich ninjere mich mal auf das Rohr. So, er merkt mich noch nicht. Aber jetzt! Jetzt ist seine Zeit gekommen! In die Luft mit dir. So. Und so. Hahaha. Ich lauere im Schatten. Man weiß nicht, wer und wo ich bin. Ich bin einfach viel zu schnell. Mal bin ich hier. Mal bin ich dort. Oh, nein! Oh, das war eh gut. Oh, ich dachte, ich hab's gerade voll verhaut. Wow, wow, wow! Da unten ist ja noch einer. Oh, er weiß nicht, wie ihn geschieht. Aber jetzt. Jetzt wird er es kurz wissen. Und dann, so schnell kann er gar nicht schauen, ist er auch schon wieder weg. Ninja-Modus activate. Oh! Okay, Ninja ist ja eigentlich relativ leise und nicht so laut. Oh! Hup, weg. Haben sie mich gesehen? Sind viel zu blöd, um mich zu sehen. Ja, das ist ja ziemlich einfach. Also immer noch von oben und dann wieder rauf und tschüss. Und dann das nächste Rohr. Wo ist das Rohr wieder? Hier. Oh, oh, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Aber kommt drauf an, wie lange. Weil jetzt wird er gleich mein Netz von innen sehen. Und tschüss. Also das Netzmodell sieht schon cool aus. Das kann man dem Spiel nicht vorenthalten. Und ja, halt bisschen irgendwie diese Sneaky-Missionen waren schon immer bei Spider-Man, aber irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass die jetzt so extrem sind. Weil das ist für mich irgendwie nur ein bisschen Zeitverschwendung. Man könnte das Ganze auch irgendwie anders machen. Also, das ist ein bisschen... What the hell? Okay, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ne. Hm. Da lang? Ja! Ah, da oben! Die Oberratte! Oh, 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 oh! Huh! Don't fuck with me, I said! Oh, 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 oh! Naja, gut. Okay, dann schwinge mir halt an die Mauer ganz rauf, kein Problem. So. Wo ist die Ratte? Komm her! Komm her! Komm her! Ich hol dich! Schön. Bisschen geschrien. Aber ab und zu. Oh! Oh, da ist aber schön. Boah, da ist ja alles vollgeschissen da oben. Ich wollte nicht stören, aber ich bin gerade nebenan eingezogen und wollte fragen, ob ich mir eine Blutprobe leihen kann. Nein! Na geh! Oh! Oh, oh, oh! Der Nagetier! Das ist nicht die Nachbarschaftshilfe. Aber jetzt geht's los! Komm her! Komm her! Ja, komm her! Ich kann mehrfaches Ausweichen! Woo! Woo! Blockage Mode activate! Und was ist mit dir? Ich kann nicht... Oh, 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 aua! What the hell? Wo ist er? 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 Oh, 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 oh. Aha, hier. Hier also. Von hinten! Patsch! Oh. Oh, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Oh, er ist weg. Oh, da ist er wieder. Oh, oh. You wanna dance with me, hä? Huh? Willst du wieder tanzen, hä? Huh? Willst du wieder tanzen? Willst du wieder tanzen, hä? Huh? Schau mal, was ich kann. Maschinengewehr activate. Oh, das war alles, was du kannst. No problem, no problem. Ich mach dich so fertig. I own the shit, I own the shit. Was jetzt? Oh, oh, das war's. Oh, der schaut da traurig. Wer ist der? Oh, mein Kostüm ist ziemlich fucked up. Wer? Oh, Roboter. Robots. Oh, Robots. Oh, I like you, I like you. Oh, come on. Der hat wieder das Kraftfeld. Ach so, mit diesen Spinnendings. Und jetzt hau ich einfach nur fett drauf. Ah. Boom. In your face, bitch. Oh, warte mal. Nein, nicht dann, nicht dann, nicht dann, nicht dann, nicht dann, nicht dann, nicht dann. Komm, komm, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Ist doch nur ein Kackroboter, nur ein Stück Blech. So will ich das sehen. Fertig? Oh, mein Anzug, was geht jetzt ab? Er ist schon voll kaputt. Halten, ansehen. Oh, mein Anzug, er ist voll im Arsch. Was mache ich damit? Das ist ein Lämpchen, das grün leuchtet. Und da, was ist das? Wo muss ich denn jetzt hin?
Oh Mann, so kaputt war... Oh, der Raum wahrscheinlich, oder? Oder? Wahrscheinlich, oder? Ja! Warum zeigt ihr mir zum Lämpchen? So, und wir sind wieder im Ladescreen und im Ladescreen kommt immer ein bisschen der Wiener durch, wie ich sehe. Das ist jetzt leicht, da hat der Kapuzenmann mich gefragt, hey, willst du den Wiener haben? Hab ich gesagt, ja, ich möchte Wiener sein. Und jetzt mal, ich kommentiere halt immer die Ladescreens im Kapuzenwurm-Channel. Ich wollte mich halt nur mal kurz vorstellen, ich werde es auch in den anderen Channel machen, in anderen Videos machen. Weil in den Videos, da ist halt immer so, es schaut halt nicht jeder Spider-Man, wie es. Und wenn nicht jeder Spider-Man schaut, da muss ich das auch in den anderen Sachen sagen, weil sonst kennt sich ja keiner aus. Sonst wird einer fragen, was ist mit dem Trottel da, was tut der da? Und deswegen kommt der Spider-Man, also der Wiener, ich komme immer da bei der Ladebank. Und da bin ich jetzt immer ruhig, weil da darf ich nicht mehr reden. Du bist jetzt ruhig! Ja, okay. Gut, also jetzt müssen wir dir folgen. Oh, du wirst mir nicht entkommen. Wo ist er denn, Mr. Rattenviech? Oh, die rennen ihn doch alle nach. Hier, okay, wir müssen das folgen. Oh, komm her, Mr. Rats. Okay. Wee-ha! Bin ich richtig hier? Ich glaube schon, weil die Ratten rennen alle in diese Richtung. Also wird schon mal nicht so falsch hier sein. Jetzt Blutprobe haben wir ja. Ist das Gegenmittel noch weit entfernt oder haben wir das dann auch bald? Warte, aber wir katapultieren uns mal ein bisschen nach vor. Warte mal. So. Ich wollte mich eigentlich voll nach vorne katapultieren, aber ich finde eindeutig, dass das Spiel profitiert ganz eindeutig vom Schwingen. Ho! Habt ihr die? Warte mal. Oh, die Ratten sind weg. Wo sind die Ratten? Ich hab die Ratten verloren! Hier also. Oh, Mister. Ah, jetzt ist er wieder im Kanal, ist ja voll scheiße. Jetzt kann ich wieder im Kanal nachlaufen. Na, komm. Wupp. Jetzt wieder im Kanal. Ich dachte, jetzt kommt hier Tagesaction. Ich hab die Riesenratten in der 5. gesehen und haben mir gedacht, in der Dings, da ist Leibender am Tag, weil draußen, da hätte er kaputt so kämpfen können und so, wie es sehe. Und jetzt. Jetzt muss wieder. Ich bin wieder ruhig. So. Pizza essen mit deinen adoptierten Schildkrötensöhnen? Ja, und wo? Jetzt bin ich wieder da unten? Das ist ein bisschen schlecht. Zeit, die Netze aufzuwerfen und diesen Typen zu finden. Jetzt wieder das. Jetzt muss ich wieder schauen, wo ist er? Da ist er nicht. Da ist er! Hab dich! Ja, gut, im größten Loch hätte ich mir auch denken können. Ah, da oben! Du kommst mir nicht! Er hat. Oh! Da wollte er mal. Oh, nein. Ja, gut. Oh, what the hell? Ich kann. Oh! Warte mal, wem kill ich denn? Ich glaube, den als erster. Den hinten. Der gehört mir. What the fuck? Jetzt kämpfen die beide gegen mich. Sind die bescheuert? Das ist ja unverantwortlich. Was mache ich? Lass sie einfach kämpfen. Oh, warte, ich lass sie einfach. Ja, ich scheiß drauf. Oh! No, nicht sterben! Nein, ich bin tot, scheiße. Ah, verdammt, ich dachte, ich überlebe das. Da hat der Kapuzum glaubt, er überlebt es. Aber hat er nicht überlebt. Da ist er ziemlich schnell gestorben, weil er glaubt, er das überlebt, aber war dann doch nicht so und deswegen ist er dann weg gewesen. Und dann guten Trick mal Start. So, aber gut, aber habe ich einen Safe State bekommen? Ja, ich glaube, ich habe trotzdem Safe State bekommen. Cool! Weil ich will nicht immer gegen die alle kämpfen, bringt dir auch gar nichts. Ich meine, what the hell, jetzt bin ich schon wieder da. Na komm jetzt. Schon wieder da, ist schon wieder in dem größten Loch. Da gleich. Da ist er also schon wieder. Und mein Anzug, der ist ja noch mehr fucked up als vorhin. Ah, da ist er. Oh Mann, jetzt kann ich wieder auf Suchen gehen. Hallo, da unten ist er. Oder? Folge den Ratten. Wo sind die? Oh! Hier! Aber warte mal! Ah, hier! Oh! Hier! Ratten! Warte mal, hier! Wo rennen die denn hin? Wo rennen die denn hin? Dahinter! Ah, darauf!
Oh, komm jetzt rauf! Tschüss! Ich will nicht kämpfen. Ich bin Pazifist. Ich bin Spider-Man. Spider-Man kämpft nicht nur. Spider-Man spinnt auch mal. Haha. Sag du. Oh Mann! Die sind ja voll behindert. Also flüchten ist extrem schwer hier. So. Ja gut, dann renn mal drauf. So, wo ist er denn jetzt? Der Mr. Rattenmensch. Ich meine, langsam wird es ja ein bisschen mühselig, den einer oder die ganze Kanalisation zu verfolgen. Da müssen wir bestimmt noch viermal nach Oscorp. Sieht aus, als würde der Second Avenue-Tunnel tatsächlich bald fertig. Schön. Und die Ratten rennen alle durch mich durch. Wieso verstecken die sich immer in dunklen unterirdischen Löchern? Ist ein sonniger Strand zu viel verlangt? Ja, das ist vollkommen recht. Sonniger Strand wäre mir auch lieber. Oder ein Pub, eine Kneipe. Wäre auch cool. Oh! Da haben sie ihn einfach mal gefangen genommen. Ja. Das war's? Ja, hast du nicht drauf? Was soll ich noch alles tun? Jetzt habe ich ihn gerettet und wir haben trotzdem noch einen aufs Maul! Immer noch! Oh! That's all what you. Das ist alles, was du kannst! Oh! Du großer Junge, du! Naja, komm, das war ja gar nichts! Ich zeig dir mal meine Moves! Was? Die Ratten schaden mir! Sind die behindert? Wie können die mir schaden? Aua! Tschakka! Oh, das ist alles, was du kannst! Oh, das ist aber nicht viel! Oh, oh, die Ratten schaden mir! Oh! Die Kackratten, Mann! Die Kackratten! Die schaden mir! Ich hätte nicht gedacht, dass die mir irgendwie wehtun! Das ist ja heftig! Na gut, dafür kriegt er... Oh, ich muss wieder weg! Und wieder hin! Und... Pum! Oh! Nope, weg. Lieber weg und wieder hin. Er haut seine eigenen Ratten. Ich meine, die werden dich aber nicht mehr mögen, wenn du die ganze Zeit schlägst. Du, Rattenmensch, hast deine eigenen Freunde. Bist du wahnsinnig so? Und jetzt kriegst du noch eine. Pupp. Schalte Vermin aus. Vermin, der hat einen eigenen Namen. Vermin, hello Vermin. Du hast eigentlich einen Lutscher bekommen, aber ich hab's eilig und keine Lutscher. Was ist das? Ich bitte dich, nicht eliminieren, bitte! Nein! Hab dich! Oh! Der ist aber ein bisschen größer! Als der Rattenmensch! Oh, der war ja ganz groß, der Rattenmensch! Der hat ja, man riecht sich, hat er freigeschalten, bumm! Das war aber ein riesengroßes Drum. Aber habt ihr den Anzug von ihm schon gesehen? Der Anzug, der ist ja voll zerrissen mittlerweile. Das, ich meine, der muss ja ziemlich viel Geld haben für den Anzug. Das ist ja, der muss ja schon Geld haben. Also dann, ich glaube schon, dass der Spider-Man einbricht. Ich habe da meine eigenen Theorien zum Spider-Man, gell? Also ich glaube, dass er nicht in ein Haus, sondern auf einem Dachboden wohnt. Zum Beispiel. Und dass er ziemlich viel Banküberfälle macht, weil sonst könnte er sich die Anzüge dann nicht leisten, wisst ihr? Oh, er fliegt mit mir! Nice! Wird doch nochmal cool! Oh! Bossfight! Nächste Folge! Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. System Speak, hardcore motherfucker. Ich hab schon wieder cool. What the hell? Ich konnte gar nicht singen. Oh, dafür haben wir jetzt schöne Musik. Was zum Pimmel ist eigentlich los?